Cranberry. Hey Leute, ihr fragt euch, was geht vor sich? Ihr lest Moloko im Videotitel und habt keine Ahnung, was es ist? Kein Problem, ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall mit Cranberry und ich soll meinen Mind refreshen. Ich zeig euch die Dose jetzt. Tja Leute, mein Moloko Classic Video ist ja eins meiner meistgeklickten Videos. Und jetzt habe ich gedacht, dann mache ich auch noch das Cranberry Video. Habe ich nämlich vor kurzem entdeckt, dass es das auch noch gibt. Moloko Cranberry. Tja, dann werden wir das einfach mal aufmachen hier. Moloko bedeutet so viel wie Milch auf Russisch und ist wohl etymologisch verwandt mit Molke, Molkerei und Milch, ne? Ja, und das heißt zwar Milch, aber es ist nicht so, dass da Milch drin wäre oder irgendwas, sondern da ist einfach nur Wasser, Zucker, Cranberry-Saft drin hauptsächlich. Und natürlich Kohlensäure, Säurungsmittel und so weiter und so fort, was eben in jedes Erfrischungsgetränk gehört. So, das ist die Farbe. Und es riecht nach Cranberry. Nee, es riecht eigentlich anders. Von Moloko habe ich auch noch probiert dieses Hey Dude, ne? Mit Flora und Fauna. Vielleicht ist das irgendwie so eine industrielle Form von Cranberry-Geruch, aber ich kenne Cranberries irgendwie ein bisschen anders. Also ich finde, das riecht nach Waldbeeren oder sowas. Es ist ein sehr eindimensionaler Geruch, wie bei den meisten Süßigkeiten der Fall, wo einfach nur ein Aromastoff zugesetzt ist. Was haben wir denn hier noch? Außer den eben genannten Zutaten ist noch drin Ingwerextrakt und natürliches Aroma. Also es riecht nach roten Früchten irgendwie, ne? Vielleicht auch ein bisschen Granatapfel oder sowas. Also irgendwie anders halt, also nicht nach Cranberry. So, jetzt probieren wir das mal. Hat ziemlich wenig Kohlensäure. 40 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Das riecht, keine Ahnung, wie eine Himbeergötterspeise und so schmeckt es auch. Naja, ja, es ist nicht ganz so süß wie eine Himbeergötterspeise, aber es schmeckt ähnlich. Ist eigentlich ziemlich lecker, schmeckt okay. Kostet, glaube ich, 1,69, also nicht ganz billig für ein ganz normales Erfrischungsgetränk, aber gut. Fruchtgehalt 6% aus Göppingen, Germany. Okay, ich habe eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Ihr könnt euch gerne noch den Moloko Classic reinziehen oder den Hey Dude Basilikum Eistee. Und mit diesen Worten möchte ich mich eigentlich schon verabschieden. Ciao Leute, macht's gut, gebt mir einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und abonniert mich. Außer natürlich, ihr seid und ciao, Leute.